Ich habe da hinten was stehen. Ich hol's mal schnell. Und zwar hier diesen kleinen, aber feinen Doppelschleifer. Geht der überhaupt? Wenn 5 cm fehlen. Okay, Doppelschleifer funktioniert und jetzt zeige ich euch mal, was ich mir dabei gedacht habe, wofür der ganz nützlich sein könnte. Ich habe schon einen Doppelschleifer, an dem schleife ich meine Drechseleisen, aber dieser Doppelschleifer steht meistens hier. Da, wo auch meine Drechselbank ungefähr steht, da hinten. Jetzt habe ich aber noch so ein bisschen was für Metall, und zwar Metalldrehmeißel. Und die sind, gut, hier sind für Wendeschneidplatte-Meißel und hier sind viele HSS-Meißel. Das heißt, die muss man nachschleifen, weil da sind keine Platten drauf, die man austauschen kann. Also von diesen HSS-Meißeln habe ich echt ziemlich viele. Da ist noch ein paar. Die würde ich gerne schleifen können und das würde ich ganz gerne dahin machen können. Und dafür ist dieser Schleifer hier ganz praktisch. Aber tatsächlich soll es darum gar nicht gehen. Eigentlich soll es mich um was anderes gehen. Und das ist hier mein neuer Arbeitsplatz, den ich in einem von den vergangenen Videos gebaut habe. Das ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch, bei dem ich mir fest vorgenommen habe, dass ich den benutzen werde, um meinen Computer nutzen zu können, um Projekte schnell und einfach planen zu können, um materialschonender und sparender arbeiten zu können. Jetzt hat meine Vorgehensweise in der Vergangenheit immer so ausgesehen. Ich habe mir irgendeinen Plan gemacht, habe die Teile zugeschnitten, habe ein bisschen was geschweißt. Dann habe ich gemerkt, ich brauche die Teile, habe die zugeschnitten, habe die dran geschweißt. Hab die nochmal in die Bohrmaschine genommen. Also unterm Strich ziemlich unstrukturiert, was unterm Strich viel Zeit verbraucht. Und gerade bei solchen simplen Dingen, die man auch sehr, sehr schnell gezeichnet hat, wie schön wäre es denn da, wenn man da einen Schnittplan hat, um das halt auch einfach direkt zuschneiden zu können. Wäre das nicht schön? Wahrscheinlich, ne? Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich anhand von diesem einfachen heutigen Projekt mal das Ganze ausprobieren werde und euch am Schluss sagen kann, ob das Ganze was ist, ob das vielleicht auch für euch praktisch ist, ein Projekt, auch wenn es so simpel ist wie das heutige, mal vorher zu planen, dass man halt einfach stückweise alles zuschneiden kann, stückweise alles vorbereiten kann und dann halt eben alles gebündelt zusammenschweißen zu können. Ich erhoffe mir da eine Zeitersparnis, ein bisschen Materialersparnis und vor allen Dingen erhoffe ich mir, dass ich so eine bessere Ordnung halten kann, weil ich Werkzeuge nicht durch die ganze Werkstatt räumen muss, um halt eben Arbeiten vorzunehmen. Also geht es jetzt hier an den Computer, um erstmal planen zu können, wie das Ganze halt eben aussehen soll. So, also, pass auf, warte, ich mache das gerade noch irgendwo schick. So, wir sehen jetzt hier unser Gestell. Wir haben alles mit 40er Material, 5 mm Flachstahl, oben den Verbinder. Ich weiß jetzt schon mal, wie breit das hier alles werden muss. Und auch vor allen Dingen hier unten die Füße. Hier sehen wir jetzt alles, wie das später dann halt eben aussieht. Und davon kann ich mal halt eben jetzt eine Schnittliste erzeugen. Und das ist eine feine Sache. 1 mm. Ist das alles 6er Material? So, Open Cut List. Oh, verdammte Scheiße. Das hat nicht... Ich habe jetzt alles fertig geplant. Ich habe drei verschiedene Materialien. 40er Vierkantrohr, 60er Flachstahl und 120er Flachstahl. Das sind Materialien, die habe ich vor kurzem eingekauft. Ich könnte sogar nur jetzt ausrechnen, was das alles an Material kosten würde. Aber wir wollen es jetzt hier mal nicht übertreiben. Ich habe jetzt drei verschiedene Materialien und dreimal eine Liste von halt jeweils den verschiedenen Materialien auf dem Handy. Also kann ich jetzt das Ganze mir irgendwo hinstellen und kann schauen, okay, Position A, zweimal schneiden und jetzt zum Beispiel bei dem 40er Rohr. Das sind nämlich schon knapp 3 Meter Material an 40er Rohr für dieses ganze Gestell. Das ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Für alle, die es interessiert, ich habe das mit SketchUp gezeichnet und mit Open Cut List dann exportiert, damit ich dann halt eben hier so eine schöne Liste habe, wo ich auf mein Handy blicken kann und weiß, okay, Nummer A, B, C, D und so weiter. Und so lang müssen die Teile halt eben sein. Ich habe hier 6 Meter Stangenware liegen. Die kann ich jetzt einmal grob ablenken und dann kann ich es an der Kaltkreissäge auf die fertige Länge zuschneiden. Und hier auch direkt ein kleiner Spoiler. Ich habe eine falsche Einstellung vorgenommen, weswegen ich alle Teile tatsächlich 5 cm zu lange zugeschnitten habe. Da habe ich natürlich aufgepasst. Aber genau deswegen baue ich hier auch heute dieses etwas simplere Projekt, damit ich einmal alles üben kann. Normalerweise habe ich diese 6 Meter Stangenware immer auf ungefähr 3 Meter dann zugeschnitten, damit es Platz in meinem Materiallager hat. Aber in den meisten Fällen ist das super unpraktisch, denn so entstehen halt sehr, sehr viele Reste, die oftmals gar nicht so wirklich gut genutzt werden können. Und so entsteht halt auch wieder sehr, sehr viel Unordnung, denn diese ganzen Reste müssen irgendwo wieder hingepackt werden.
Wenn ich von diesem ganz langen Stab immer nur die passende Länge runterschneide und daraus halt eben meine ganzen Stücke schneiden kann, entsteht unterm Strich weniger Abfall. Ich habe jetzt alle Teile fertig zugeschnitten, alle Kanten schon mal abgeflext. Das bedeutet, jetzt kann ich theoretisch anfangen, so die einzelnen Komponenten weiter vorzubereiten. Das bedeutet, dass ich jetzt zum Beispiel hier in dem Fall schon mal alle Gewinde fertig machen kann für die Schraubfüße. Ich muss dann gleich nichts mehr schleifen, weil das habe ich jetzt alles als einen großen Schritt schnell in einem fertig gemacht. Und das ist schon mal eine feine Sache. Normalerweise habe ich hier nämlich immer Stück für Stück das Ganze gebaut. Funktioniert auch, aber das hier ist auch mal ganz schön, wenn man dann alle Teile schon fertig vorbereitet hat. Ich habe jetzt gewusst, okay, ich muss ein paar Bohrungen machen, weil ich habe mir da vorher Gedanken gemacht und deswegen kann ich die jetzt anzeichnen. Ich weiß, danach muss ich nichts mehr anzeichnen und dann ist es viel einfacher, das herausgenommene Werkzeug auch einfach wieder zurückzulegen. Oftmals war es bei gerade solchen simplen Projekten der Fall, dass ich dann mal hier oder da eine Bohrung vergessen habe und ich dann umständlich mit dem Akkuschrauber das Ganze bohren musste. Und jeder, der mal 6er Flachstahl gebohrt hat, weiß, dass es an der Standbohrmaschine viel einfacher ist zu bohren, als wenn man das von Hand machen möchte. Ich schneide meine Gewinde tatsächlich am liebsten mit dem Akkuschrauber, da habe ich einfach ein besseres Gefühl für, aber schreib mir doch mal in die Kommentare, wie das bei dir ist. Schneidest du das Ganze lieber von Hand oder auch mit dem Akkuschrauber? Das Schweißgerät ist jetzt eingeschaltet, die ganzen Teile sind vorbereitet und jetzt können wir mal anfangen, alles zu punkten. Und damit geht's jetzt los. Ich habe jetzt als erstes damit angefangen, den kompletten Fuß zu punkten. Da ist halt eben einfach das Schöne, dass alle Teile da schon mal sind, wo sie hingehören und dann kann man halt systematisch alles später fertig schweißen. Mit systematisch meine ich übrigens, dass man zum Beispiel alle Schweißnähte, die auf einer gleichen Ebene sind, dass man die einmal am Stück schweißen kann, ohne dass man halt eben dieses Bauteil dreimal in die Hände nehmen muss, um es halt umständlich zu drehen, um an die zu schweißende Stelle zu kommen. So, die Unterseite unseres Gestells ist jetzt tatsächlich auch schon komplett fertig geschweißt. Schweißverzugsmäßig haben wir hier, ja, ich würde sagen in der Diagonale 1 mm ungefähr. Das kann aber auch daran liegen, dass ich mich am Anfang so ein bisschen, ja, ich habe die Maße falsch abgemessen. Deswegen musste ich auch alles nochmal schneiden. Aber nichtsdestotrotz bin ich damit schon mal super happy und das kann jetzt in der Zeit abkühlen. Und ich werde jetzt die anderen beiden größeren Teile erstmal vorbereiten. Und zwar ist das Teil, wo oben auch später der Schleifbock und die Vorrichtungen draufgeschraubt werden. Da haben wir nämlich zum einen hier dieses Teil. Das müssen wir miteinander verbinden. Ich persönlich finde ja diese Lochmuster in einer Holzwerkbank nicht so gut, weil ich halt viel mit Kleinteilen hantiere und diese dann oftmals einfach durch dieses Lochmuster durchfallen. Aber bei einem Schweißtisch finde ich, dass das was anderes ist, denn ihr seht ja, ich spanne hier und da immer wieder was fest und da ist so ein Lochmuster halt eben sehr, sehr praktisch. Es ist übrigens normal, dass sich so ein senkrechtes Rohr, dass ich das schon mal verziehen kann, wenn man auf der einen Seite eine größere Schweißnaht draufpackt. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr die andere Seite dann danach schweißt, damit sich das Rohr wieder zurückziehen kann. Ich habe mir gerade gedacht, bevor ich jetzt hier oben die Aufnahme für den Doppelschleifer auch festschweiße, dass ich die Löcher erstmal bohre und da habe ich hier gerade alles drauf ausgerichtet. Und da ist mir ein Fehler aufgefallen, den ich gemacht habe, der mir eben nicht aufgefallen ist. Und zwar war geplant, dass ich hier diesen Doppelschleifer mittig hier raufsetzen werde. Ungefähr so. Und dann kann ich mir ja hier meine Vorrichtungen nehmen, mit denen ich dann halt eben diese Schleifteller festspannen kann. Nur da ist mir aufgefallen, dass ich die hier falsch rum draufgesetzt habe, denn die müssten nämlich normalerweise so rum hier drauf kommen, damit der Griff außen ist. Das kann man auch in dem Fall nicht rumdrehen, weil hier dieses Teil, das habe ich jetzt so entworfen, dass das nämlich außen ist. Aber der Griff generell, das muss so rum hier dran kommen. Dann kann man den Griff nämlich hier vorne ranschrauben und das Ganze richtig spannen. Demnach habe ich jetzt hier unten dieses breite Teil zu schmal gemacht, sodass ich hier nicht mehr genügend Platz habe. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich hier einmal ein bisschen mehr Flachstahl zugeschnitten habe und werde das dann hier oben aufschweißen, damit ich dann so ein bisschen weiter nach außen komme. Und das kann ich jetzt halt eben alles ausrichten und es dann halt eben festschweißen. Bei dieser ganzen Planungsarbeit war mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass ich das Ganze nicht überplane. Das bedeutet, dass ich mich nicht in Details verliere, sondern wirklich die wesentlichen Teile zeichne, damit ich dann effektiv alles zuschneiden kann. Ich bin wirklich super happy mit den Schweißergebnissen. Je mehr man damit macht, desto besser weiß man, okay, man kann vielleicht was an der Stromstärke ändern oder an der Spannung. Und dann kann man das Ganze wirklich sehr, sehr einfach und schnell immer anpassen an die jeweilige Schweißsituation. So ein bisschen Farbe darf natürlich auch nicht fehlen. Deswegen werde ich jetzt alles einmal noch schnell grün anstreichen.
Ich finde ja, dass dieser grüne Hammerschlaglack einfach deswegen so toll aussieht, weil das ein Effektlack ist. Das bedeutet, wenn man den aufträgt, sieht man wirklich ein paar Minuten später, wie sich so eine gewisse Struktur bildet. Und genau das gefällt mir halt einfach so richtig gut an dieser Farbe. Und der kleine Nebenpunkt ist auch einfach, dass die ganzen alten Maschinen meistens auch diese tolle Farbe haben. Der Schleifstand ist fertig, gleich werde ich es dir auch noch im Detail zeigen, aber jetzt werden wir erstmal mal ein paar Drehmeißel schärfen, um zu schauen, wie so das Handling mit der neuen Maschine jetzt hier auf dem neuen Stand auch so funktioniert. So, man sieht ja, dass die Schleifsteine hier nicht mehr so schön gerade sind, beziehungsweise der geht sogar, aber die sind so ein bisschen dreckig und links sieht man es ganz deutlich, deswegen werde ich die jetzt als erstes einmal abrichten. Ich frage mich ja schon ein bisschen länger, ob in diesen alten Schleifscheiben Asbest verwendet wurde. Wenn du das weißt, schreib es bitte in die Kommentare. So, jetzt brauchen wir natürlich ein paar Drehmeißel, um das mal ausprobieren zu können. Das hier ist der Drehmeißel, den ich jetzt gerne schärfen würde. Und da werde ich mir jetzt als erstes mal die Schneide markieren. Und ich will hier wirklich schauen, dass ich bei allen Drehmeißeln den gleichen Winkel, beziehungsweise die sowieso den gleichen Winkel haben, dass ich da auch den gleichen Winkel dann wieder anschleifen werde. Das hat jetzt zugegebenermaßen eigentlich tatsächlich ganz gut funktioniert. Nur leider kann ich jetzt noch nicht ausprobieren, ob dieser Drehmeißel auch scharf ist, weil meine Drehmaschine ja derzeit nicht funktioniert, weil der Schalter kaputt ist. Und jetzt mal so ein kleines Resümee. Ich kann unterm Strich sagen, ich will es auf jeden Fall wieder genau auf diese Art und Weise machen, weil ich habe unterm Strich jetzt erstmal länger gebraucht, aber bei den nächsten Projekten werde ich nicht mehr so lange brauchen. Was mir besonders gut gefallen hat, war auf jeden Fall der Zuschnitt. Ich habe einmal alles zuschneiden können und das ist halt in meinem Fall wirklich eine riesige Zeitersparnis, denn meine Kaltkreissäge schneidet nicht so schnell und wenn ich dann eh das Material schon aufgespannt habe und kann alles, was hier so 40er Material zum Beispiel ist, jetzt zuschneiden, ausmessen, zuschneiden, das einfach am Stück machen, dann wird das in Zukunft mir sehr, sehr viel Zeit bringen. Ich kann es mir nochmal wiederholen, ich bin extrem glücklich mit meinem Werkstattschreibtisch. Ich benutze den jetzt schon wirklich, ich habe jetzt schon einige Stunden dran gestanden, weil ich es halt auch einfach musste. Viele Dinge sind dazugekommen, die ich dann hier in der Werkstatt auch besser eben abarbeiten konnte. Und dazu gehören jetzt auch in Zukunft ein paar Projekte, die ich auch einfach mal fix planen werde. Ich sage, da geht es nicht darum, dass ich dann jede Schraube irgendwie wie bei Fusion, was auch immer, dann visuell hier veranschaulichen kann. Es geht nur darum, dass ich weiß, wie groß die ganzen Teile überhaupt werden müssen. Also, hier sind jetzt nur zwei weitere Videos. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.